Herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Folge von Pokémon Smaragd. Wir waren stehen geblieben, dass ich hier durch wollte, als Zigzag ein Item gefunden hat. Und er hat jetzt Zertrümmer. Du. Okay. Ja, wollte ich hier durch in der letzten Folge? Ach, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Hallo, Kleinstein. War mir klar. Kleinstein habe ich aber schon. Achso, apropos haben. Fällt mir ein, habe ich überhaupt Bälle? Also noch genug, um diesen Abschnitt jetzt hier zu machen? Das könnte knapp werden. Ich laufe nochmal zurück, lieber. So, jetzt hätte ich gerne ein paar Bälle kaufen. Wir nehmen mal 13 mit. Haben wir nämlich 20 und das würde mir dann reichen. Und da ich auch gleich hier bin, kann ich nochmal Kilia heilen. Haben wir gesehen eben gerade, dass es doch angeschlagen war. Und dann machen wir noch einmal. Und geheilt. Dupadu, dupadu. Jo, ey, voll an den Baum gelaufen. Soll Zentrum reingesetzt werden. Oh man, ich wollte wieder klein stellen. Okay. Du hast dich dann immer noch nicht den Weg gehabt. Moment, ich möchte die alle Aufstellung ändern. So will ich es nennen, weil gleich kommt ein interessanter Kampf. Also die haben den ins Markt. Nein, die haben den nicht ins Markt rausgenommen. Ja. Das ist cool, die kann man verfolgen, diese Kameraleute, und die geben dann, die gehen immer an drei unterschiedlichen Orten und da kann man sie immer wieder herausfordern. Die werden auch zum Teil stärker, aber irgendwann hört das auf und die habe ich wirklich eine Zeit lang auf Pokémon Rubin, wo ich es damals gespielt habe. Ja, das war Smaragd. Smaragd sage ich schon, Saphir war es. Haben sie dann gejagt, bis die maximales Level haben und habe dann immer mit EP-Teiler nebendran. Hatte Kyoko mit Fontäne, hab die beiden immer platt gemacht mit einem Hieb und hab dann so die Pokémon hochtrainiert, um mir die Pokémon anzugucken. Wie gesagt, zu damaligen Zeitpunkt war ich noch nicht internetaktiv. Da habe ich das alles noch per Hand erforscht, weil ich unbedingt wissen wollte, wie stark welches Pokémon ist. Und da ich leider zu damaligen Zeitpunkt auch noch nicht wusste, was die Wesen für eine Auswirkung haben. Ich hatte mir schon was gedacht, aber ich wusste es noch nicht genau. Auf jeden Fall hat sich das dann daraus so ein paar falsche Ergebnisse entstanden, aber was ich halt gut herausgefunden habe, sind also Attacken, die schon mal so nebenbei lernen, wie ihre Werte an sich aufgebaut sind. Also wenn die Pokémon wirklich alle, nee, ich möchte nicht trainieren, ein Interview geben. Hier gibt es keinen Item? Okay. Trips der Trainer schon wieder. Ja, schön. Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal. Ich hatte noch vorher schon verloren, nur ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Ach ja, wenn man früh morgens aufnimmt, sollte man sich doch vor ein paar Minuten Zeit lassen, wach zu werden und was zu frühstücken. Ich bin jetzt aufgestanden. Ich muss noch ein bisschen aufs Frühstück warten, weil jemand noch Brötchen holen geht, sagen wir es mal so. Und ja, leerer Magen plus Müdigkeit ergibt eigentlich bei mir komplette Unfähigkeit zum allem, abgesehen zum Essen. Ich denke mal, diesen Zustand kennen noch manch andere. Und trotzdem versuche ich es. Dein Ekelsam kannst du sonst wohin stecken, Knills. Du bist down. Geht doch. Meryl! Du bleibst drin, auch wenn du Ekelsam... auch wenn du bepflanzt wurdest. Das klingt immer so komisch. Ekelsam hat dich veregelt. Nee, das klingt auch komisch. Bleiben wir doch wieder lieber bei bepflanzt. Okay. Schockwelle! Abatz! Unbedingt ein Pokémon mit Mogelhieb.
Aber das, was ich lustig finde, bei Ekelsamen können die weiteren Pokémon, die folgen, auch was mit anfangen. Obwohl das auch eigentlich... Ich weiß nicht, wo der Sinn dieser Attacke steht und wie die aufgeteilt ist, aber... Ich finde es irgendwie komisch. Ein Pflanzen-Pokémon bepflanzt ein anderes Pokémon. Und jetzt sagen wir mal... was soll dann ein... Ja, es ist Pokémon wie Magma mit so einem bisschen Pflanzensaft oder so anfangen. Oder was immer das sein soll. Egal. Hinterfragen wir nicht dieses Spiel. Das ergibt wenig Sinn. So, du Camper. Hi, Sandam. Sandam ist cool. Sandschleier. Ja, Konfusion ist das Effektivste. Da wir leider kein Zauberblatt haben. Nein! Nicht vergiften. Danke. Ah, ich hätte Raub machen können. Hätte vielleicht was klauen können. Ach, egal. Juhu, ab in die Wüste, wo wir nicht rein können. Ah, die Musik. Manu. Wollte nur ein bisschen in die Wüste spazieren gehen. Egal. Wüste. Warum steht hier nicht Wüste? Egal. Hi. Ich will kämpfen. Du nicht. Tschüss. Ja, ich merke schon, ich werde sinnlos. Gerade ein bisschen. Ich glaube, das wird auch die einzige Aufnahme sein, die ich jetzt vorm Frühstück machen werde. Ah, Planas. Du Mistvieh kannst Mogelhieb. Pokémon. Ich schick Stolino rein. Planas ist eigentlich das ultimative Pokémon mit Pflanzen. Mit Pflanzen und Unlichtattacken, theoretisch, von seinem Typus her. Könnte er meinen ganzen Team sehr zusetzen, abgesehen von Stolino. Mit dem braucht er noch ein bisschen mehr. Härtner. Willst du jetzt hier etwas so hart werden wie Stolz Junior? Dann viel Spaß. One-Hit KO. So gemacht. Super gemacht, Stolz Junior. Meine Fresse. Merk schon, wie beeinträchtigt ich bin hier durch meinen Hungermangel. Meine Zunge will auch nicht mehr so, wie sie will. Hungermangel? Ich glaube echt nur Scheiße. Ein Schwalbini. Dich schocken wir von der Luft. Das kannst du mir mal glauben. Ich will Magneten haben, damit Kelias Attacken etwas stärker werden. Na egal. Watz, 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 watz. Einfach zu schön. Gut. Lombrero. Bleiben oder wechseln? Wir bleiben. Und den beiden haben weniger Chancen. Du kannst auch Mogelhieb. Aber Cavaloris mag ich jetzt irgendwie nicht haben. Ich habe nichts gegen Cavaloris, aber... Cavaloris und Lombrero brauchen scheiß verdammt viele Erfahrungspunkte. Cavaloris und Lombrero, ich meine es... Planas, meine Fresse. Auch scheiße Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, ob es so ein Prero auch ist, aber Planas weiß ich's. So, gucken wir mal, was es hier für ein Pokémon gibt. Kamaup. Du gelbes Ding, was aussieht bei Pokémon Kolosseum wie so ein... Wie heißen die Dinger? Vielleicht weiß das jetzt einer, ich weiß es gerade nicht. Wo die Kinder, ja, es ist diese Aufblasdinger, wo die Kinder so drauf reiten können. Die auch so versuchen, so ein Pony da auszusehen irgendwie. So, an das erinnert mich dieses Kamaup im Pokémon Kolosseum. Oh, wir haben es geklaut. Der Bär wahrscheinlich. Jupp. Okay, wir fangen uns das jetzt mal. Also mein nächstes Pokémon, das werde ich mir erstmal vorerst nicht zulegen. Weil ich echt noch am überlegen bin. Ich habe so zwar ein paar im Kopf, aber ich weiß noch nicht.
Ich weiß es echt noch nicht. Also eins, was ich im Kopf habe, wäre Anorid. Aber da überlege ich schon die ganze Zeit, aber dann habe ich zwei Gesteins-Pokémon drin. Ob das so praktisch wäre, glaube eher nicht. So, wir gucken jetzt nochmal die nächsten zwei Pokémon durch und dann gehen wir weiter. Meryl! Meryl! Verdammtes Game. Oh, die beiden haben ein Item. Ich wechsle aber lieber mal aus, ich muss schnell das Kill ja hier noch weiter was abkriegt. Oh, ist gut, wenn du deine Verteidigung erhöhst, dann kann ich mich mit Lehmschelle dich attackieren. So. Ja, senkt meine Verteidigung, dafür senke ich deine Genauigkeit. Ist ein guter Kompromiss. Wer mehr Erfolg haben wird, werden wir gleich sehen. Letzten Ball wäre jetzt auch nicht schlecht. Vor allem, weil du mit Spezialattacken mich angreifst hier mit deiner Genauigkeitssenkung, hat das ja echt viel Sinn. Tup, 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 klack. Kraftklos, erhöht den Angriff. Wenn Meryl ein gutes Wesen hat, könnte ich mir das sogar relativ gut vorstellen. Mit Kraftklos und so. Aber erstmal nehmen wir unsere zwei Zickzacks, die Items wieder ab. Die sie auch für uns wundervoll gefunden haben. Meine beiden Kleinen hier. Oh, und danke für den Superball. Und natürlich danke auch für den Supertrank. Ich will keinen bevorzugen. Ja, ganz ehrlich, wenn es so weitergeht, brauche ich meine Sprudel vorerst nicht zu verwenden. Ja, wir benutzen erstmal den Trank. Ein Pokémon noch will ich sehen und dann gehen wir weiter. Okay. Killia. Du darfst. Bums und Schuss. Achso, hier kommen wir dann weiter wegen Team Magma. Die sehen wir da oben schon leicht in ihren Anzügen. Die uns den Lift, den Zuglift da blockieren. Ein Kamaub, da haben wir doch eben gerade schon eins. Ach ja, ja, du wirst noch geheilt, keine Sorge. Und, ah, schade, du hast ein besseres Wesen als das vorige oder mehr höheres Level, ich weiß es nicht. Ey, 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 so geht das aber nicht hier. Du machst hier nicht mein Kelia platt. So weit kommt's noch. Mach Holo. Eigentlich nicht. Ich möchte das versuchen zu one-hitten. So, und jetzt Konfusion. Das war's für dich. So, Wanderer, das war's. Ciao, ciao. Gut. Zack. Boah, dann. Nein. Noch weiter. Da. Und eine schöne Erfrischung. Okay. Mit wem machen wir weiter? Ich möchte Stolunia jetzt weiter in dem Fall bevorzugen. Ich sag's jetzt einfach mal. Weil ich möchte mit dem Level eigentlich am höchsten halten, solange er jetzt die niedrigste Entwicklungsstufe hat. Deswegen ist er sehr praktisch. Kann er auf dem Level schon Intensität? Werden wir gleich wissen, ganz einfach. Erstmal schön Metallklauer. Watz, watz. Werden wir nie erfahren. Korrigiere. Ah, noch ein Kleinstein. Gucken, vielleicht erfahren wir es jetzt. Hast du vielleicht eins mit Verteidigungswesen? Das wäre dann sehr praktisch, dann können wir es nämlich herausfinden. Nope. Ich hätte gedacht, Kleinstein wäre so gut defensiv ausgelegt. Aber bisher sehe ich davon nichts. Na, auf, komm. Oh, du bist noch sogar ein niedriges Level.
Wenn du jetzt überlebst, ist das peinlich gegenüber deinen Mitstreitern. Sag ich ja. Boah, da gibt fast 30 Erfahrungspunkte weniger? Oder habe ich mich verguckt? Meine Güte. Ich will nicht deine Nummer. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Hat Spaß. Feuriger Pfad. Und da kommt schon das Pokémon für den feurigen Pfad. Gurtel. Das ist ja so in Deutsch so komisch aussprechen. Kann ich das mit Lebensstellen anschwächen? Ja, ja. Es funktioniert. Ey. Wie du mir, so ich dir, heißt das Prinzip hier, oder was? Oh. Senkst deine Initiative, erhöhst dadurch Angriff und Verteidigung. Und das hat bei Geist-Pokémon ja einen ganz anderen Effekt. Auch nur bei Geist-Pokémon. Falls sich jetzt welche fragen, warum der sich jetzt nicht selber verletzt hat. Nur bei Geist-Pokémon hat diese Attacke den Effekt, dass sie sich selber verletzen, also die Hälfte sich abziehen und den Gegner mit einem Fluch belegen, der äußerst viel Schaden verursacht. Pro Runde. Und für alle, die nicht vom Typ Geist betroffen sind, die senken ihre Initiative, um auch ihre Verteidigung und ihren Angriff zu pushen. Und es können sehr, sehr viele Pokémon lernen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, zumindest damals konnte man das ja als TM beibringen auf Silbergold. Da konnte es fast jedes Pokémon lernen. Nein, ich möchte Kurtel keinen Spitznamen ausgeben. Geben, meine Fresse. Ich gebe dir einen Spitznamen aus. Welchen hättest du gern? So. Und wer kommt? Kennen wir schon. Platt machen oder Flucht? Ich mach Flucht. Der Schaden, den ich von dem kassieren könnte, wäre mir vielleicht zu groß. Oh, den Doppelkampf, den will ich noch machen. Danach beende ich den Part. Achso, stimmt, du hattest ja ein Item. Nehmen wir nächstes Mal nochmal ab. Dann kämpft ihr beide mal. Okay. Let's go! So, ja, die schöne beruhigende Melodie und jetzt kämpfen wir. Ein Feuerspucker und eine Aroma-Lady. Ja, Hitzkopf heißen die ja hier. Jo, super Aufstellung. Okay. Wie machen wir das jetzt? Ganz ehrlich, die Pflanzen-Pokémon werden mir mehr auf den Sack gehen, deswegen mache ich erstmal hier die Pflanzenmacht platt. Batz, 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 klatsch! Du Knilz, kommst nicht zum Angriff. Ich habe keinen Bock auf eine Paralyse. Rustilia! Wow, take one damage! Warum noch immer ich das gesagt habe. Nein. Meine Güte. Fällt. Oh. Ich war eben gerade irgendwie in Gedanken wieder total abwesend. Ich brauche was zu essen, Leute. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Initiative sinkt. Come up, du bist schon sehr langsam. Initiative muss nicht weiter sinken. Kannst auch so bleiben. Los, du klaust es einfach jetzt. Und tschüss. Und wer kommt da? Oh. Gibt es das Pokémon auch in der Höhle? Müsste ich mal nachgucken. So. Lehmschelle und Schockwelle, komm. Ein Volltreffer. Super gemacht. Yes, sir, level up. Hitzkopf. Das entwickelt sich ja immer nur nicht. Naja.
weiß, es braucht lang. So, Bären auch pflücken. Ich bespule das hier gerade mal einen Ticken vor. So. Warum ruft ihr mich an? Gott, lass mich in Ruhe. Danke. Ich wollte mich gerade verabschieden. Meine Fresse hier. Also dann würde ich sagen, beende ich das Video für dieses Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.